Verhalter. Wir sind hier im Ortsteil Leinfelden in der Max-Lang-Straße. Wir wurden alarmiert zu einem Dachstuhlbrand im 6. Obergeschoss eines Bürogebäudes. Also das ist so, dass das Gebäude aus dem 6. Obergeschoss geraucht hat. Das Gebäude war verschlossen und somit mussten wir das Gebäude öffnen und zur Erkundung in das 6. Obergeschoss vorgehen. Es gab grundsätzlich keine Schwierigkeiten. Es war schwierig, innerhalb vom Gebäude zu dem Brand her, zu dem betroffenen Büro zu gelangen. Von außen hat die Drehleiter, die angeleitet
hatte den Brandherd schnell gefunden und konnte auch erste Löschmaßnahmen von außen durchführen. Also es handelt sich um einen Bürovollbrand. Dieses Büro ist, wie der Name schon sagt, ausgebrannt oder ziemlich stark beschädigt. Was genau gebrannt hat, entzieht sich aktuell noch meinem Kenntnisstand. Insgesamt haben wir 11 Fahrzeuge der Feuerwehr vor Ort mit rund 60 bis 65 Einsatzkräften. Das DAK ist nach meinem Kenntnisstand mit 4 Einsatzfahrzeugen und 9 Einsatzkräften vor Ort. Nein, es gab bisher keine Verletzten im Einsatz. Die Feuerwehr löscht gerade die restlichen Glutnester im 6. Obergeschoss im betroffenen Gebäudeteil ab. Es wird zu weiteren Entrauchungsmaßnahmen kommen und ja, schlussendlich dann auch noch aufgeräumt.